So, und weiter geht's. Rennen wir mal zu dem Feuerchen da hinten hin. Nehmen wir noch mit und siehe da. Bist du es? Hey, Lester. Mann, bin ich froh, dich zu sehen. Den Kerl kennen viele aus dem ersten Teil. Lester, wie kommst du hierher? Das war eine irre Flucht. Nachdem die Barriere explodierte, bin ich zunächst orientierungslos durch die Gegend gestreift. Dann habe ich mich tagelang durch die Wälder geschlagen und schließlich dieses Tal hier gefunden. Diego, Milton und Gordon sind noch im Minental. Zumindest denke ich das. Was ist passiert? Nachdem der Schläfer besiegt wurde, hat die gesamte Bruderschaft den Verstand verloren. Ohne ihren Meister waren sie alle nur noch leere Hüllen. Und du? Was ist mit dir? Mir ging es genauso. Ich hatte Albträume und sogar Halluzinationen. Aber ich bin geflohen, als ich wieder einen einigermaßen klaren Kopf hatte. Einmal zu viel Sumpfkraut, würde ich sagen. Einen großen schwarzen Schatten zu sehen, der sich auf eine Gruppe Flüchtender stürzte und alles in einer riesigen Feuerwolke verbrannte. In dem Moment dachte ich wirklich, ein Drache wäre gekommen, um mich zu töten. Verdammter Junkie. Hast du noch mehr gesehen? Nein, ich habe die Beine in die Hand genommen und bin gerannt. Wie lange versteckst du dich schon hier im Tal? So genau weiß ich das nicht. Aber ich schätze mal eine Woche vielleicht. Aber da ist noch eine Sache. Als ich hier abends ankam, habe ich mich oben auf dem Berg umgesehen. Da standen nur ein paar Bäume. Und als ich am nächsten Tag gucke, steht auf einmal dieser Turm da. Ich schwöre dir, der war vorher noch nicht da. Seitdem habe ich das Tal nicht mehr verlassen. Du meinst Xardas Turm? Ich wusste ja, dass er mächtig ist, aber dass er sogar einen Turm erschaffen kann. Xardas, der Dämonenbeschwörer? Er lebt in diesem Turm? Ich weiß nicht, ob mich das beruhigt. Keine Sorge. Er war es, der mich aus dem Schläfertempel befreit hat. Er ist auf unserer Seite. Du musst Xardas von dem Schatten berichten. Es könnte wichtig sein. Du glaubst, es war keine Einbildung? Du meinst, da war wirklich ein... Drache, ja. Du steckst doch schon wieder mittendrin. Hab ich recht? Mittendrin würde ich nicht sagen. Noch nicht. Na schön. Wenn es so wichtig ist, dann werde ich ihn aufsuchen. Aber nicht jetzt. Für den Augenblick werde ich mich ausruhen. Ich bin noch immer erschöpft von der Flucht aus der Strafkolonie. Ich denke, du hast noch viel vor. Wir sehen uns dann später bei Xardas. Alles klar, Lester. Hau dich hin. So, kümmern wir uns mal um das Viehzeug, was hier rumrennt. Jetzt öffnen wir unseren Bogen. Ich kann zwar mit dem Bogen noch überhaupt gar nichts, aber aus kürzester Distanz treffe ich so einen Wolf dann doch. Patsch! One-Shot-Header, Instant-Kill, würde ich sagen. Nummer 2 kommt auch dran. Zack, noch so ein Ding. Ganz schön Glück. Der Wolf sich gerade über die Riesenratte her. Alles klar. Ich werde ignoriert. Eins Frauen. Mach sie fertig. Alter. Ah, lass uns das. Ja, weiter nach da hinten. Da rennt noch einer rum. Und. Komm. Zack. Sehr schön. Level up. Nehmen wir uns mal die Blutfliege hier vor. Komm zu Papa. Nicht zu holen. Da ist sie down. Pfeile habe ich denn noch? 2. Gut, damit werde ich nur eine Ratte, die da jetzt gleich kommen, hoffentlich platt kriegen. Sehr schön.
Machen die sich über ihre eigene Kameradin her. Sehr schön. Komm. Okay. Nehmen wir das Ganze hier mal ein. Ach. Und nochmal. Kuckuck, hier bin ich. Weg mit dir. Nichts zu holen. Bogen kann ich nicht mehr gebrauchen, habe keine Pfeile mehr. Deswegen abgerüstet. Ist keine mehr. Jetzt los, so. Und da haben wir gerade unser erstes Schwert angesammelt. Es ist zwar rostig und alt, aber es macht mehr Schaden als unser Kleinholz und sieht auch besser aus. So, wieder raus aus diesem Tal hier. Ach verdammt, ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Machen wir noch ein bisschen. Lauf, Forest, lauf. Weiter, weiter, weiter. Die Pilzchen nehmen wir noch mit. Jetzt raus hier. Ja, wollen wir unser Mana mal ein bisschen auffrischen. Zack. Aber das sparen wir uns. Den Wolf hier können wir auch so fertig kriegen. Nieder mit dir, du Wüterich. Jetzt auch noch mit. Da unten stehen zwei Goblins rum. Und die werden wir jetzt erstmal ansengen. Den einen zumindest. Komm her. Zack, war's das mit dir. Da ist nichts zu holen. Und mal gucken, wo die hier so drauf rumgesessen haben. Da ist nichts zu holen. Aber hier hinten gibt's noch was Nettes. Neben diesen Kräuterkiss. Ich hab einen dubiosen Lederbeutel. Ach ja, den eben habe ich gar nicht aufgemacht. Ich habe ja eben noch einen in der Höhle gefunden. Und da ist Gold drin. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Hier noch die Axt ein. Die dürft ihr aber noch nicht anlegen können, weil die genau zu viel Stärke benötigt und die habe ich noch nicht. Gut, bevor ich mit dem Kerl da unten jetzt ein paar Lava halte, machen wir mal einen kleinen Schnitt. Bis gleich.